Ich zünde diese Kerze an, damit ein jeder sehen kann. In unserer Mitte brennt ein Licht, das sagt uns, Gott vergisst uns nicht. Mit diesem Satz habe ich viele Gottesdienste hier, vor allem Familiengottesdienste in unserer Dreifaltigkeitskirchengemeinde eingeleitet. Und was ich immer ganz schön fand, gerade bei den Familiengottesdiensten, da war es immer ein bisschen unruhig, aber wenn ich die Kerze angezündet habe, dann wurden alle ganz still. Auch die kleinen Kinder. Und auch die Mamas und die Papas und die Omas und die Opas, alle wurden ganz still, weil sie auf die Kerze geachtet haben. In unserer Mitte brennt ein Licht, das sagt uns, Gott vergisst uns nicht. Und ich finde das gerade jetzt und in dieser Zeit ein ganz, einfach eine ganz wichtige Sache, dass wir hin und wieder eine Kerze anzünden und still werden und ruhig werden und uns daran erinnern, dass es einen gibt, mit dem wir immer zusammen sind, ganz gleich wo und wie, ganz gleich, ob wir ganz alleine für uns sind oder in der Familie. Gott vergisst uns nicht, ihr Lieben. Und ich möchte euch mit dieser Kerze anzeigen, dass wir aus der Gemeinde euch auch nicht vergessen. Und ich möchte auch dieses Lichtchen deswegen anzünden, weil ihr euch auch untereinander nicht vergessen sollt. Gerade jetzt ruft euch gegenseitig an, schickt euch eine Textmessage oder ein kleines Bild, fragt herum, ob jemand was braucht und ob ihr helfen könnt. Setzt mal einen kleinen Gruß auf so einer Fußmatte vor der Tür ab, wenn ihr daran vorbeikommt. Zündet ein Licht an, dass jemand merkt, oh, ich bin nicht vergessen worden. Oh, jemand hat an mich gedacht. So wie der liebe Gott an dich und mich, an groß und klein, an jung und alt, an gesund und eben auch besonders auch an krank denkt. Dann werden wir hoffentlich bald wieder eine Menge Kerzen hier in dieser Kirche anzünden und zusammenkommen und miteinander ganz still sein. Gott befohlen, macht's gut, euer Pastor Christoph.